No, es waren sehr viele Demonstranten vor Ort. Der Heinz-Christian Strache hat eine Rede gehalten und jeder weiß, dass das Raucherdemo ihm sehr am Herzen lag. Und das war auch eine Koalitionsbedingung, hinter der besonders unser damaliger Parteiobmann Heinz-Christian Strache stand. Und ja, dementsprechend Applaus hat er auch bekommen. Man hat gesehen, dass er in der Bevölkerung noch einen hohen Beliebtheitsgrad hat. Und das hat ihm sichtlich gut getan. Jetzt ist es nun zu dem Treffen zwischen Strache und Stronach gekommen. Waren Sie bei diesem Treffen auch anwesend? Ich war bei diesem Treffen nicht anwesend. Ich habe selbst aus der Österreich erfahren. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie könnte diese Allianz geschmiedet werden, Stronach-Strache? Stellen Sie sich das als realistisch vor, dass Frank Stronach nun bei HC Strache einsteigt finanziell und die beiden dann tatsächlich die Wien-Wahl von hinten quasi aufrollen? Nein, das ist theoretisch eine Variante, aber ich glaube, spruchreif ist das im Moment nicht. Jetzt gibt es das Angebot von Heinz-Christian Strache an die FPÖ, ein quasi Friedensangebot, und das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen. Viele Bürger und Mitglieder wünschen sich HC Strache einfach in Wien mit einem Comeback. Ich denke, die FPÖ wäre gut beraten, dieses Angebot anzunehmen und sich mit der Familie Strache auszusöhnen. Weil die Art des Umgangs stößt schon viele Wähler ab. Wie ist das eigentlich bei den anderen Gemeinderäten und Landtagsabgeordneten in Wien? Haben Sie da ein bisschen schon sich umhören können, wie da die Stimmung ist? Pro Strache, für ein Comeback, oder ist man da noch sehr reserviert? Na, es sind heiße Diskussionen im Gang, im Club, selbstverständlich. Es sind viele Clubmitglieder für ein Comeback von Heinz-Christian Strache. Sie müssen verstehen, es sind viele, viele Weggefährten, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sogar, mit Heinz-Christian Strache eng zusammengearbeitet haben. Und das vergisst man natürlich auch nicht. Also wäre da durchaus eine Abstimmung eher unbestimmt, wie die ausgehen würde, wenn es im Club zu einer Abstimmung kommen würde über ein Comeback? Ja, über das könnte ich jetzt wirklich keine konkrete Aussage machen, aber es ist natürlich so, dass Heinz-Christian Strache große Beliebtheit auch unter den Mitgliedern im Club erfährt, und ich denke, diese Chance sollte er auch haben, wenn diese Suspendierung, die ja eigentlich eine einstweilige Verfügung war, wenn die jetzt praktisch aufgehoben werden würde, ne, dann hätte Heinz-Christian Strache die reelle Chance einfach zu kandidieren beim Landesparteitag, und dann wird man sehen, wie die Basis sich entscheidet. Das wäre eine höchst demokratische Abstimmung, die sich Heinz-Christian Strache eben stellen sollte. Wann wäre eigentlich der nächste Termin für den Landesparteitag? Gibt es da schon ein Datum dafür, oder wird das erst besprochen? Das wird Anfang März abgehalten. Das zweite Wochenende im März, denke ich. Und da können Sie sich vorstellen, dass die Bundespartei da ihren Sanktus dazu gibt, oder ist das noch immer ein sehr angespanntes Verhältnis? Das ist sicher noch ein angespanntes Verhältnis, aber wenn die demokratischen Entscheidungen praktisch so am Tisch liegen oder was, na, dann ist es halt so. Das wird man von Seite der Bundes-FPÖ sicher auch zur Kenntnis nehmen. Jetzt ist ja die FPÖ in den letzten Monaten nicht gerade zimperlich mit HC Strache umgegangen. Könnte man überspitzt sagen, dass sein Auftreten in den letzten Tagen quasi eine Rache an der FPÖ ist? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich habe eigentlich nur vernommen, dass er sich immer schützend hinter die FPÖ stellt und die FPÖ direkt noch nie in Misskredit gezogen hat. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Jetzt erfreut sich Heinz-Christian Strache immer noch an unglaublicher Beliebtheit, auch bei den Wählern. Wie erklären Sie sich eigentlich dieses Phänomen? Es war ja wirklich einiges los in den letzten Monaten. Man kam schon fast nicht mehr hinterher eigentlich. Und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, würde er wieder gewählt werden? Was sagen Sie dazu? Naja, dass das ein krimineller Akt war, hat jeder in der Bevölkerung mittlerweile mitbekommen. Also das Ibiza-Video, 1000 Kilometer von Wien entfernt oder mehr, in Urlaubsstimmung. Es kann im Großen und Ganzen jedem irgendwo passieren, dass man, wenn man unbeobachtet sich fühlt oder wo es nun aufgenommen wird, dass das mitunter peinlich sein kann. Das kann sich jeder Bürger wahrscheinlich vorstellen, und somit, ich glaube, Ibiza ist längst vom Tisch, und auch an der Spesenaffäre. Der ihm da angeklagt oder belastet. Und das darf man auch nicht vergessen. Es ist weder an der Spesenaffäre was dran, noch an den Ibiza-Video großartiges. Und
ich glaube, auch die Bevölkerung wird das dementsprechend so sehen. Bei der Meinungsbildung, die Sie jetzt eben angesprochen haben, wie sieht das jetzt bei den Abgeordneten aus, die Sie gut kennen? Also sagen das auch viele seiner Weggefährten, naja, jetzt die Höchststrafe ist eigentlich eh schon ausgesprochen worden, jetzt muss einmal wieder Ruhe sein und wir pardonieren jetzt unseren früheren Parteichef und sagen, gut, Schwamm drüber, die Sache ist jetzt erledigt? Schau, es ist unterschiedliche Stimmung im Club zu verspüren. Es sind viele in Deckung, die gar nichts sagen. Es sind aber auch sehr viele, die sich zu Wort melden und auch sagen, ja, wir wollen unseren Heinz-Christian Strache wieder zurückhaben. Das sind nicht wenige. Inwiefern könnte denn Frank Straunach jetzt tatsächlich HC Strache unterstützen? Was ist hier denn realistisch? Ein finanzielles Engagement? Wie viel glauben Sie, könnte da möglich sein? Also bezüglich Straunach kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Ich weiß davon nichts. Ich weiß nur eben aus der Zeitung, dass es dieses Treffen gab. Aber das sollte man jetzt nicht überbewerten. Es gab ein Gespräch mit Straunach, warum nicht? Heinz-Christian Strache ist auch in der Privatwirtschaft tätig und vielleicht hat es diesen Hintergrund. Also da kann man jetzt nicht gleich von einem neuen Parteigründungsbeschluss sprechen. Das ist möglicherweise ein erstes Abtasten gewesen, das total wirtschaftlichen Hintergrund hat. Könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, alles Vermutung. Ich kann dazu gar nichts Konkretes sagen.